gucken uns hier aber mal um, ob wir noch irgendwas Cooles finden hier. Mal ein bisschen trainieren. Bisschen blocken und Axt trainieren. Ganz wichtig. Die Frage ist selten, was man braucht, sondern in welchem Umfang. Und in welchem Verhältnis. Ja, zwei von euch, ey. Ihr seid etwa in letzter Zeit hier viele unterwegs. Ich würde gerne auf euch schießen, aber ich habe gerade keine Pfeile bei der Hand. Ich fände es cool, wenn man Holzpfeile auch ohne Holzdingsbank machen könnte. Au. Ich muss gleich mal was essen. Das fällt mir gerade auf. So, und jetzt du. Komm her. Ein leckerer Pilz. So, gut genährt jetzt hier. Uns mal ein bisschen regenerieren. So, schauen wir mal rein hier. Manchmal stehen hier Kisten in diesen Häusern drin. Hier leider nicht. Ein cooles Dorf, ey. Das finde ich super nice, immer mit diesen Ruinen. Ich mag Ruinen in solchen Spielen immer sehr gern. Bist du schon wieder so einer? Du bist schon wieder so einer. Das ist ein Dunkelwald nebenan, ne? Ja. Das ist auch ein gefährliches Dorf hier. Kein Wunder, dass das kaputt ist. Direkt neben dem Düsterwald. Holy moly. Düsterwald sieht halt aber auch cool aus, muss man ja da sagen, ne? Sag mal, hört mal auf. Da hat es auch kurz geruckelt. Uiuiui. So. Bisschen blocken üben, auch hier wieder Timing und den ganzen Kram. Das ist ja immer eine Sache, die muss man ja erstmal so ein bisschen üben. Wieder keine Truhe. Voll sad. Oh, schöner Baum. Passiert. Passiert doch euch auch öfter, oder? Dass man irgendwie durch die Gegend läuft und man guckt so und denkt, oh, ein schöner Baum. Mit der Lebensgefahr, schöner Baum, sage ich euch. Schöner Baum. So, nach Hause ein bisschen Holz mitnehmen. Ja, dich kann ich leider nicht töten. Schade. Aber ich kam sehr nah an das Ding gerade ran. An den Tree. Ich glaube schon, dass das dieses System hat. So, ich bin losgelaufen, um Feuerstein zu finden. Ich habe zwei Feuersteine gefunden. Zwei Feuersteine gefunden. Aber dafür jede Menge Sachen getötet. Ich fühle mich sehr heroisch. Ich habe einen dritten Feuerstein gefunden. Hallo. Sweet. Ey Mann, wo ist mein Auto? Sweet, da. Benötige mehr Feuerstein. Entschuldigung, mit dir hatte ich nicht gerechnet. Hey, du hast mich nur überrascht. Warte mal. Extra auf 16. 16 ist noch 10. Also auf 20 hätte ich schon mindestens gerne. Eigentlich lieber auf 30 gegen den Boss. Aber Bögen ist, glaube ich, sogar noch wichtiger. So, es wird auch Abend. Ich sollte hier mal langsam anfangen, ein bisschen Holz wegzuhallern. Zu hauen oder zu ballern. Je nachdem. Aber zu hallern ist falsch, Chris. Keinen Bogen dabei gehabt, keine Pfeile dabei gehabt, um den jetzt. Sag mal, du sahst aus wie. Ihr habt ausgesehen wie ein Stück Holz. Sag mal, voll gemein von euch, ey. Macht aber viel mehr Schaden jetzt, dadurch, dass ich
gerade aufgestiegen bin. Boah! Komm schon. Ach, komm schon. Ich will nach Hause. So. Ich brauche wieder Pfeile. Sieht schick aus. Mir gefällt mein Haus. Schau mal. Das hat auch was. Ha? Kann keiner was sagen. Ich finde, das hat was. Ah, vielleicht hätte ich irgendwie das tatsächlich eher wirklich einen Schornstein machen sollen. Also vielleicht so einen eingelassenen Schornstein. Das Lagerfeuer rechts oder so. Und dann halt da die... den dann hoch quasi. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Dann hätte man hier besser durchlaufen können. Also hier quasi den Schornstein hin. Mit Balken richtig. Da das Lagerfeuer rein. Später gibt es doch hoffentlich dann auch Steinbuden, oder? So Steinfundamente und so ein Kram. I hope so. So Holzpfeile. Ja, mach mal bitte wenigstens einmal. Eine Feuersteinaxt. Oh ja, ich kann mir jetzt eine Feuersteinaxt machen. Möchte ich eine Feuersteinaxt oder ein Feuerstein... Ja. Feuersteinspeer macht wie viel Schaden? Stechen 20. Ne, machst Schlitzen 20. Oh, ich mag auch. Der Speer soll eigentlich ganz gut sein, ne? Ah, egal, ich mache jetzt hier die Feuersteinaxt. So. Oben upgraden können wir auch noch. Und die Feuersteinaxt kann ich nicht mehr upgraden, ne? Ne, da fehlt mir wieder ein Feuerstein. Wow. Ne, zwei. Holzschild, kann ich das upgraden? Ja, machen wir das auch. Sehr nice. So, dann nehme ich jetzt hier... Du bist die Feuersteinaxt, yes. Brauche ich dann eigentlich die Steinaxt nicht mehr? Solange das noch kostenlos ist. Oh ne, den Hammer. Ach, den Hammer brauche ich nicht. Die brauche ich nicht mehr. So. Genau. Holzpfeil. 20 Stück. Vielleicht nochmal einen machen. Nochmal machen hier. Oh, ich habe nicht mehr genug Holz für Holzpfeile? Nö. Okay. Nun. Mal schlafen gehen. Und noch ein Shortbread essen. Mhm. Kekse, Shortbread, alles geil. Bestes Schild, besser. Cool fände ich, wenn man die upgradet, wenn die doch noch anders aussehen würden. Das fände ich sehr cool. Ja, auch eine Sache, die nicht schwer sein sollte, die also noch kommen kann. Es konnte es eigentlich, den Bogen zu upgraden. Oder habe ich das jetzt schon gemacht? Schon mal vergessen. Habe ich, Qualitätsstufe 2. Nice. So. Muss wieder Holz hacken gehen nächstes, aber das können wir noch machen. Ich bin erstmal wieder. Also langsam geht mir die Idee aus, wie ich das mit Feuerstein mache. Weil ich langsam keine Ahnung mehr habe, wo ich hier ein Heck kriegen soll. Hier ist das vielleicht ein Fluss oder so. Ich gebe mal vielleicht den. Das sieht aus wie ein Fluss hier, ne? Ich
warte mal, in die Richtung, Richtung. Könnte Fluss sein, da habe ich noch sicherlich nicht alles abgefarmt. Sonst wird es doch schon hart schwierig. Ich Pilze eigentlich auch anbauen, ey? So langsam einen Acker machen und ein bisschen was anbauen, damit ich ein bisschen mehr Essen kriege. Mein gut, Fleisch habe ich jetzt noch jede Menge, aber. Nur vom Fleisch ernähren, ne? Wir wollen ja nicht Skorbut kriegen hier. Gegen den Skorbut. Skorbut nicht gut. Wird heute nicht besser, Entschuldigung. So, ne, ich will immer Tab für die. Bisschen mal in die Richtung. Ach komm, ey. Close shot range, so. Kann ich ein bisschen Holz kann ich eigentlich mitnehmen, wenn er schon hier auf dem Boden liegt, ne? Brauchen wir eh wieder Holz. Spätestens, wenn ich gleich wieder Pfeile machen muss, weil ich alle verballert habe. Da muss ich hin. Da war irgendwo Wasser. Da ist ja auch schon Beschwörungsstein irgendwo. Da war, glaube ich, auch. Ja, toll. Shit, da war ein Sternenreh. Gesehen, richtig. Wo ist denn das Sternenreh hin? Sternenreh, wo bist du? Ich bin schon einmal um mich rumgelaufen. Drecksvieh. Kluger Bastard. Oh. I lost the Sternenreh. Okay, ich hatte die Karte falsch gelesen, glaube ich. Also hier hätte ich gedacht, wäre irgendwie Wasser, aber nein. Hier ist kein Wasser. Da was gehört. Echt, dass ich noch irgendwo hier einen Fluss oder sowas finde, aber sieht gerade echt nicht so gut aus. Und Feuerstein spawnt offensichtlich sehr, sehr langsam nach. Es ist alles nicht zufriedenstellend. Bin ich gleich schon wieder zu Hause, oder? Nee. Tatsächlich nicht. Wo bin ich? Hä? Da bin ich. Nee. Da bin ich. Oh, ich bin fast schon wieder zu Hause. Also bei meinem alten Zuhause. Lol. Ja, am alten Zuhause. Das ist ja nett. Schau. Könnte ich eigentlich Kram abbauen, ne, wenn ich schon mal hier bin? Das Kram hier mal abbauen und mitnehmen.
Alles Ressourcen, wir brauchen. Mein gut, man hat hier immer noch, ist nicht schlecht, wenn man hier ein Dings hat, ne? Einen Unterschlupf. Aber den kann man ja auch nicht markieren, weil es ja keiner, der hat keine Ahnung, wo der wirklich ist, dann irgendwann der Schlupf. Laufen wir hier einfach ein bisschen weiter und gucken, ob wir noch irgendwo Wasser finden. Zum Not kann man da halt dann schlafen und die Nacht verbringen. Obwohl ich gerne, ich würde mir gerne Markierungen setzen. Kann ich was machen? Wie setze ich denn eine Markierung? Das sieht doch aus, als wenn ich hier irgendwie markieren setzen könnte. Okay, warte mal. Basis? Ah, so, okay, cool. Dann machen wir das hier hinten nochmal eine Zweitbasis. Jetzt ist leider kein Lagerfeuer, ist natürlich dumm. Na gut, aber egal. Immerhin nur zum Schlafen. So. Außen. Gibt's außen? Außenposten. Ja, nice. Das, da hat jemand nachgedacht in der Entwicklung, dass so etwas geht. Das macht vieles so viel einfacher. Vielleicht das Lagerfeuer da auch stehen lassen sollen. Zugegeben. Mal so ein Überdach bauen oder sowas. Hallo. Boah. Stimmt, ich habe eine neue Axt. Woo. Ich habe eine neue Axt. Hier war der ursprüngliche Steinhass und hier ist der Boss, den ich beschwören muss. Stimmt. Habe ich eigentlich schon einen Hirschdinger? Habe ich schon, ja. Okay. Das ist gefährlich. Der Boss ist nicht so weit von meinem Zuhause weg. Hier kann ich wenigstens Abstand nehmen und auf ihn schießen mit den Feuerpfeilen. Ich bin richtig nervös, gegen den Boss zu kämpfen, ey. Ich weiß, dass der mir echt den Arsch aufreißen kann. Und ich sollte noch ein paar mehr Feuerpfeile machen als nur 40. Sollte wenigstens ein 100er Stack dabei haben. So, jetzt laufe ich aber quasi wieder nach Hause, ne? Ja, jetzt bin ich genau auf dem Weg wieder zum... Jetzt bin ich hier einmal rumgelaufen. Mehr nach Norden. Ich möchte mehr nach Norden. Gucken, was da ist. Im schlimmsten Fall ist dort... das Gebirge? Ein Troll? Irgendwas in die Richtung? Was für mich alleine jetzt auch nicht unbedingt prickelnd ist. Ich hätte eigentlich gehofft, ich mache mehr Schaden mit der blöden Axt. Naja gut, muss vielleicht ein bisschen Axttraining machen. Machen wir auch mal demnächst. Aber erst wenn ich zu Hause bin, damit ich meine Axt wieder reparieren kann dann. Wogegen kämpft ihr da? Wo bin ich? Bin ich schon im Düsterwald? Bin schon im Düsterwald gelandet. Muss ich weg. Skelette. Ja, nee, doch, ich bin weg. Tschö, macht's gut, war nett, dass ihr da wart. Uiuiuiuiuiui. Okay, weiß ich zumindest, was da los ist. Jetzt regnet's auch noch. Shit. Ja, zumindest, was da ist. Skeletons. Dein Ernst? Ist noch? Ach, da war zwei. Okay. Mist, keine Ausdauer mehr. Ärgerlich.
Okay. Kein Problem. Nehme ich. Könntest du was essen? Ich hab doch gerade gegessen. Hä? Ich hab doch gerade Fleisch und Erdbeeren gegessen. Wahrscheinlich immer nur verspätete Anzeige oder so. Oh, hey. Genau. So, habe ich richtig im Kopf gehabt, in die Richtung raus und dann bin ich auch schon wieder am Strand. Ein bisschen auf Ausdauer achten. Was macht eigentlich der Nass-Debuff? Nee. Nee. Gab's nicht sowas wie den Debuff, dass man sich die Debuffs und sowas angucken kann? Oh. Also richtig. Da steht zwar nass, aber ich weiß halt nicht, was nass bringt. Oder eben nicht bringt. Oh. Falls das jemand weiß. Na komm. Wieder ein wenig zu niedrig gezielt. Da ist schon unser Haus, siehst du. Ist gar nicht so weit weg. Aber immerhin kein Gewitter. Es ist Regen, es ist ungemütlich, aber es ist kein Gewitter. Einziges Problem ist, ich habe nicht einen Fluss gefunden. Und damit nicht einen Feuerstein. Was macht denn jetzt das? Ich wüsste gerne. Ist irgendwie wieder trocken. Ja, also ich habe ja auch Ausgeruht-Bonus und so. Ich wüsste gerne, was das. Diskussion, ne, hier. Aktive Effekte. Ach, hier ist das. Ah, hier steht's. Okay. Warmaufwert, ein merkliches Feuer. Ja, okay, aber was bringt mir das hier? Warte mal. Ruhend. Du siehst derzeit aus. Lebens- und Ausdauerregeneration sind signifikant erhöht. Lebensregeneration plus 200% Ausdauerregeneration. Okay. So, und wenn ich jetzt auf nass gehe, wenn ich jetzt nass werde. Nee, hier was? Hier. Nass. Lebens- und Ausdauerregeneration sind verringert. Lebensregeneration 25%. Ausdauerregeneration. Okay. Schadensmultiplikator, Resistenz versus Feuer versus Eis. Schwach gegen Eis und gegen Blitz. Ja, deswegen beschwört der Olle Hirsch natürlich auch noch Regen, ne? Verstehe. Arschloch Hirsch. Ich denke immer, da oben ist ein Loch im Dach, aber nein, es sieht nur so aus. Da, Dach ist da. So. Haus würde ich theoretisch immer noch umbauen, ey. Ich würde wirklich das Lagerfeuer vielleicht ein nach rechts versetzen, hier hinstellen. Und dann hier so den. Und dann könnte man hier gerade durchgehen. Au, nein, jetzt brenne ich schon wieder scheiße. Au. Gut, dass ich drin stehe. Aua. Lebensregeneration ist ja hier drin erhöht. Es ist okay. Na, könnte man hier einen freimachen? Obwohl hier freimachen ist schwierig, stelle ich mir schwer vor. Zumindest so, dass es gut aussieht. Hm. Kann ich schon Nacht? Kann ich schon schlafen gehen?
genau bauen würde, wäre eine Hacke. Dann würde ich gerne mal gucken, wie es so ist, unter die Farmer zu gehen. Okay. Das ist gerade gar nicht, unter die Farmer zu gehen. So. Und dann habe ich hier, warte mal, was habe ich hier? Boden ebnen. Boden erhöhen. Befestigen. Befestigen ist, glaube ich, im Prinzip nicht schlecht, ey. Ich glaube, dadurch hat das hier mehr Stabilität, ne? Ein bisschen hier kriegt man ihn jetzt weg, aber... nicht ganz genau, okay. Einebnen. Das war, ich möchte hier gerne mal so ein Feld haben, quasi. Also ich ebne es jetzt ein. Ich kann es jetzt zwar noch nicht hacken. Ich weiß nicht, was da noch kommt für Felder. Mehr kann ich hier gerade nicht machen. Weiß nicht, ob ich hier irgendwie... Ich hatte ja Samen. Kann mir auch gleich mal gucken. Oh, warte mal, kann? Nee. Was ist das? Hackklotz, okay. Auf der 7 esse ich nur, naja. Wenn ich hier die Samen rausnehme, wir müssen gucken. Huch, nee, die können hier gerne drin bleiben. Das ist jetzt, nee, Kohle. Huch, die brauche ich gar nicht. Hier. Nee, auch nicht. hier, nein, auch nicht. Nein, hier, auch nicht. Ich habe hier noch Rehhaut. Oh, ich habe 11 Rehhaut. Oh. Oh, das aber. Oh. Buchensamen da. 7, 8, 7. So. Okay. Buchensamen auf was anwenden? Was, Mann? Was? Buchensamen auf was? Okay. Ich muss irgendwie Felder oder sowas bauen. Kann ich aber nicht mit der Hacke. Kommt wahrscheinlich noch, oder? Verschiedenes. Raft, Start. Ich muss auch langsam, glaube ich, mal sowas bauen hier. Dafür brauche ich sehr viele Lederfetzen und sehr viel Feuerstein. Wie ich das bauen soll, ey. Da kann ich natürlich einen Zaun bauen, klar, aber... Läufer. Oh, das ist aber schön. Cool. Kostet das? 4 Rehau, ne? Kann ich mir gerade nicht so leisten, aber cool. Und Standfackeln. Standfackeln sind auch schön. Ja, okay. Also irgendwie noch geht's hier nicht los mit dem Farming, glaube ich. Es gibt auch noch diese Holz- und Holz- und Steinhaufen. Du bist nass. Ja, dann